und herzlich willkommen bei Bier Siegburger. Und neben mir sitzt die Margit Weber. Habe ich das richtig erwähnt? Genau. Sie ist gebürtige Siegburgerin und will uns über Siegburg einige Insider und Geschichten erzählen. Und ich freue mich, dass sie bei uns ist. Wir sitzen hier gerade in Siegburg an der Marktpassage und uns geht's gut. Sie hat einige Dinge hier mitgebracht, einen ganz alten Krug, wie wir es hier vorne sehen können, und ein Buch. Ich vermute, sie ist Autorin, das werden wir gleich erfahren. Hallo, Frau Weber. Ja, schönen guten Tag, Hakan. Können wir uns duzen, super. Das ist das. Margit. So, fangen wir mal hiermit an. Mit dem ganz alten Krug, von wo hast du das denn her? Ja, das ist ein echter Bartmannskrug aus dem Mitte des 16. Jahrhunderts. Das stammt von meinen Vorfahren und wir haben das dann über die Eltern, Vorfahren her dann irgendwo mal geerbt. Und ja, der steht in der Vitrine drin und der freut sich jetzt, dass er quasi mal sich mal raus kann, ne? Und das ist ja mal gut. Genau. Früher war ja, wie gesagt, Siegburg hat sehr viel Kunstgeschichte zu bieten und Siegburg war früher ja eine reiche Handels- und Töpferstadt. Bereits im 16. und 17. Jahrhundert wurden diese Art von Töpferei über die Schifffahrt Rhein und Sieg bis sogar ganz Europa gehandelt und verkauft. Oh, super. Also heißt das, wenn das jetzt kaputt geht, habe ich da was Falsches gemacht, oder? Was für einen Wert hat das denn ungefähr? Keine Ahnung. Und man sieht aber hier halt dieser echte Bart, der ist ganz sehr schön verziert. Und das belegt natürlich durch das Wappen, dass es auch von der echten Siegburger Töpferei von früher stammte. Ich werde das gleich nochmal einblenden und damit ihr das auch mal sehen könnt, von der Entfernung werdet ihr das bestimmt nicht sehen. Und das ist natürlich von der heutigen Zeit, von der Siegburger Töpferei, einen Krug. Den haben wir sicher irgendwo bei Festlichkeiten mal geschenkt bekommen. Ich weiß aber, es ist auch schon wieder ein paar Jahre alt. Paar Jahre? Genau. 10, 20? Ja, genau. Wow. In dem Dreh, genau. Das aber können wir gar nicht mehr. Aber dieses Jahr wird extra die 950-Jahr-Feier, die stattfand oder findet vom 11.5. bis zum 18.5. ist ab extra ein Jubiläumskrug angefertigt worden. Und dieser Krug ist natürlich in der Siegburger Töpferei zu erwerben bzw. zu kaufen. Wo? Adresse? Ja, an St. Sebastian in der Ecke, da ist ja diese Siegburger Töpferei. Da ist auf dem Marktplatz? Dieses Geschäft. Direkt genau. Auf dem Marktplatz ist ein Geschäft. Ich habe auch gesehen, genau. Und da kann man das erwerben. Genau. Und was hat sich das hier mit dem Buch zu tun jetzt? Sind Sie Autoren überhaupt? Ja, seit 2012 hatte ich das große Glück, auch meine eigenen Talente zu entdecken. Und das hat Lebensfreude mit dem Titel Lebensfreude beflügelt unsere Gesundheit. Das ist im Oktober 2012 beim Engelsdorfer Verlag erschienen. Mhm. Worum geht es da? Im Einzelnen? Es ist ein kleiner Impulsgeber. Ich kann dazu auch ein bisschen liebevolle Erkenntnisse. Jeder, der sich die Fähigkeiten erhält, im Alltag Schönes zu erkennen, wird im Herzen nie alt werden. Ah, nicht mehr verraten. Ja, genau. Wer Interesse hat, der ist in jedem Buchhandlung und in jedem, vor allem im Netz, im Internet zu beziehen. 245 Seiten. Ja, das sind 70.000 Wörter, da habe ich natürlich ein ganzes Jahr für gebraucht. Wow. Für diesen, ist ja schon etwas mehr ein Taschenbuch. So, Margit, bevor wir jetzt nochmal Schluss machen, hast du noch Projekte oder was wünschst du dir noch von Siegburg? Durch die 950-Jahr-Feier. Wir sind Siegburg, dadurch haben wir uns ja auch kennengelernt. Habe ich selber auf die Idee, auch für die Stadt ein eigenes Lied zu entwerfen mit eigenem Text. Ist der schon fertig? Eigener Chance. Genau, der ist bereits fertig und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich den gleich auf dem Marktplatz dann vortragen bzw. dir mal vorzeigen kann, wie das Ganze
dann auch aussieht. Okay. Ich freue mich natürlich sehr. Habt ihr es gehört? Wir lassen einfach diesen Wunsch mal zur Erfüllung gehen und drehen gleich für euch mit Margret einen Videoclip. Das ist doch mal was. Ganz spontanes. Okay. Du hast mich aber überreicht jetzt. Ja, genau. Wunderschön. Dann sagen wir mal Tschüss jetzt gerade. Ja. Und wir gehen auf den Marktplatz und versuchen jetzt mal kurz einen Videoclip zu drehen. Das ist okay. Bis dann, euer Hakan. Ja.